Hallo liebe Gamers Global Leser und herzlich willkommen zu einem kleinen Multiplayer-Video hier bei Gamers Global. Und zwar haben der Nico und ich uns hier eingefunden, um FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2014 Brasilien oder Brasilien 2014, wie auch immer es jetzt genau heißt, auszusprechen, natürlich inklusive Doppel-S anstelle von SZ. Und auch wenn die WM erst im Juli beginnt, wollen wir natürlich schon mal einen kleinen Vorgeschmack darauf geben. Und da trifft sich's ganz gut, dass du ja, was nochmal? Also, ich bin ja aus Portugal ursprünglich. Dementsprechend spielen wir das erste Gruppenspiel von Deutschland nach. Und zwar Portugal gegen Deutschland, selbstverständlich. Ja. Steuerungsmäßig setze ich auf Alternativ und du schätzt auf Klassisch, ganz normal auf B schießen statt auf X. Genau. So. Du kannst ran. Genau. Jetzt habe ich natürlich umgestellt hier, so, ist egal. Also die afrikanischen Vereine nehmen wir nicht. Ja, also man könnte jetzt natürlich nicht nur die Gruppenspiele spielen, sondern auch einfach die komplette Qualifikation nochmal wiederholen für das jeweilige Land. Aber das braucht man natürlich nicht. Ich glaube, das ist das Haupt-WM-Stadion. Und würde ich sagen, das nehmen auch einfach und nehmen auch die Einstellungen, die so. Aufstellung so, wie das Spiel so vorgesehen hat. Von daher. Dann legen wir direkt los. Hier sehen wir jetzt einfach mal eine der Ladesequenzen. Die sind etwas schöner gemacht als im Hauptspiel. Und ja, jetzt sehen wir uns wieder anfangen. Also ich meine, so richtig viel schöner ist es natürlich dann auch nicht, aber mein Gott. Ich meine, die Ladezeiten sind relativ kurz. Jetzt muss man dazu sagen, die Debug-Version, die ist jetzt ja auch nicht installiert. Mhm. Und ich meine, die sind so fix, da wäre es jetzt auch nicht allzu störend. Zumal sie ja hier auch von den Skill Games, wie im Hauptspiel ja auch, dann eben begleitet werden, ob man die jetzt nun machen möchte oder nicht. So, und wir können auch schon beginnen. Ja, ist kräftig am Laden. Und sieht so ein ganz klein bisschen aus wie die Allianz Arena, ne? Also ich meine jetzt mal abgesehen von den komischen Kissen, die es da gibt, aber so auf den flüchtigen Blick könnte man es schon verwechseln. Ja, und irgendwie merkt man, dass du Heimrecht hast, ne? Also da gibt es doch ein paar mehr. Ich persönlich finde es relativ schön, also kann ruhig auch so im echten Spiel dann so werden. So wie ich sehe, spielen wir beide in einem Rot, auch wenn da bei dir ein bisschen Schwarz drin ist. Ja, das kriegen wir schon hin, oder? Das kriegen wir hin und unsere beiden Trainer geben sich auch schon den üblichen Handshake vorm Spiel. Also so freundlich wird es auf dem Platz dann natürlich nicht zugehen. Zwischen uns natürlich auch nicht. Ja. Wie man sehen kann, Ronaldo erkennt man auf den ersten Blick. Und genau, der Hals ist ungefähr so breit wie der Kopf. Tja. Ja, irgendwie müssen die Proportionen da stimmen. Kann man das nicht abbrechen hier oder was? Doch. Und doch. Ja. Oder wir kommen eben direkt ins Hauptmenü. Also wir legen jetzt direkt los. Anstoß, oh, Deutschland. Da stolpern sie hier. Die Experten. Naja. Und man gibt uns direkt den Ball, das ist doch relativ schön. So. Ja, der schnelle Einwurf funktioniert auch, oder? Nee, doch nicht. Doch nicht. Und es gibt immer wieder so kleinere Einspieler zu den Trainern, zum Spiel, zu dem Publikum und so weiter und so fort. Aber jetzt schießt erstmal das erste Tor. Vierte Minute. 1:0 Portugal. Ja, so kann es natürlich richtig weitergehen. Schöner Start ins Spiel. Ja, wie das sein muss, nicht? Also zumindest aus deiner Sicht, aus meiner natürlich nicht. Aber wollen wir mal gucken, ob wir das nicht korrigieren können. Ich hoffe einfach nur nicht, dass ich jetzt alle Sympathiepunkte der Userschaft verliere, weil ich jetzt zumindest im virtuellen Leben... Nö, also außer um meine musst du dir da keine Sorgen machen. Ach, wenn es so ist, dann kann ich ja ruhig das 2:0 schießen, wenn ich irgendwann wieder in den Ball komme. So. Bong. Da lasse ich ihn durch. Ja, das sah mir aber eher nach einer Berührung meines Beins als nach einer des Balls aus, oder? Ach, nee. Der Schiri wird später von uns bezahlt, aber da war alles mit rechten Dingen. Ah,
Naja, also wenn der Neuer aus so einem Winkel den Ball nicht hält, dann wäre es schon sträflich. Ach, der hat schon ganz andere Dinger nicht gefangen. Na, jetzt Konter. Und da muss man ja sowieso aufpassen. Mit Müller und Reus sind das auf jeden Fall sehr konterstarke Spieler in den deutschen Reihen, aber... War der Reus in der Startaufstellung? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ja, der Reus war in der Startaufstellung. Vor dem habe ich am meisten Angst bei deiner Aufstellung. Und da hat er wieder abseits gepfiffen hier, oder was? Selbstverständlich. Und wie klar das war. Und so. Ja, ich hoffe, es geht vielleicht so aus wie damals bei der EM 2000. Da hat Portugal 3-0 gegen Deutschland gespielt in der EM-Gruppenphase. Das war ein schöner Moment meiner Kindheit. Auch wenn ich dann natürlich schon in Deutschland war. So. Wo ist denn jetzt eigentlich Ronaldo hin? Ja. Der sollte sich... Ah, da unten. Also normalerweise steht er immer nah am gegnerischen 16er und wartet auf Bälle und lässt sich dann feiern, wenn er ein Tor geschossen hat. Beziehungsweise man schießt ihn irgendwie an und er bringt den Ball irgendwie rüber. Aber die... Oh, und das war Abseits, aber klares Abseits. Ah, klares Abseits. Das war doch nur mein Arm, damit darf ich doch gar kein Tor erzielen. Mir gefällt der Schiedsrichter. Ja, das kann ich mir vorstellen. So, jetzt. Das riecht doch nach dem 2-0. Das war doch Handspiel von Mertesacker. Ja, aber es gibt doch gar kein Handspiel, oder? Bei FIFA. Es gab es tatsächlich in FIFA 11 oder 12 gab es das. Aber das war tatsächlich sehr, sehr... nicht wirklich der Rede wert, weil quasi alle zwei Schüsse eine Handelfmeter es gegeben hat, weil das System damals kompletter Humbug war. Mesut Özil jetzt. Eieiei, jetzt muss ich aber aufpassen. Es geht doch nicht. Alle portugiesischen Leser, hofft mit mir, dass wir den großen Gegner besiegen können. Also außer mir vielleicht noch meinen User-Account, den ich irgendwo angelegt habe als Fake-Account, um mir irgendwelche Kommentare zu schreiben. So. Einfach mal sehen, dass wir hier irgendwie... Ach. Falls ihr einen Champ Nico 2 in den Kommentaren seht, denkt euch nichts dabei, das bin nicht ich. Hoffentlich. Okay. Das war wunderschön, das war genauso geplant von mir, dass ich deinen Spieler nochmal anköpfe. Ah, das war doch... Das war niemals, und jetzt Ronaldo! Ja, also irgendwie läuft es noch nicht so ganz rund bei uns. Abseits. Natürlich nicht hier. Ja, vielleicht hört ja der Schiedsrichter auf mich. Wenn wir auf der Kinect spielen würden, würde ich das ja sogar schon fast glauben, dass man einfach, wenn man den Schiedsrichter vielleicht ein bisschen bestechen könnte, dass der so ab und zu mal auf bestimmte Schlagwörter hört. Aber wir spielen hier ja auf der Xbox 360, weil das Spiel kommt ja nur auf den beiden alten Konsolen raus. Ja. Ja, warum genau jetzt der PC nicht auch bedient wird, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich kaufen es einfach nicht genug Leute. Ich meine, am meisten erstaunt mich eigentlich, dass es das Spiel nicht zumindest auch für die Next-Gen-Konsolen gibt, weil, weiß ich nicht, da hätte ich es eher für gekauft. Na, jetzt schießen wir erstmal ein Freistoßtor. Ah. Schade, Ronaldo. Oh, immerhin ging ja nicht in die Lüfte. Erste Halbzeit ist bald rum. Und wir haben 6-0 Torschüsse. Das sieht doch klar nach einer Dominierung aus. Jetzt kommt der Ball zu Mertesacker, weil das Schiri sowieso jetzt abpfeifen wird. Hoffentlich. Ja, ja, mitten im Angriff. Also, ich meine, ist noch die Frage, ob ich den Ball durchbekommen hätte, aber ja. Ist nicht ganz so schön im Angriff plötzlich das ganze Ding abgepfiffen. Aber das war in den früheren FIFAs, war das einfach besser geregelt.
Gebe ich dir recht. Das war früher einfach. Jetzt ist es so PES-mäßig. Dass man auch manchmal komplett mitten im Angriff, wenn man weiß, jetzt würde ich durchkommen, wie jetzt zum Beispiel. Ja, aber die Frage ist natürlich auch wieder, warum ist der da wieder stehen geblieben? Ne? Naja, ich bewege ihn und er bleibt stehen, anstatt mitzurennen. Gut, er hat vielleicht einfach zu viel Angst vor Ronaldo, der jetzt den Ball durchgelassen hat, weil er gedacht hat, na, er will es nochmal spannend machen, wir kassieren das 1-1 und dann schießt er in der 90. Minute. Das ist 2-2-1, ich wollte schon 99. sagen. Ach, das war schlecht gemacht von mir. Aber tatsächlich, sie haben sich schon mal zu den Gründen, dass es keine Xbox One-Version gibt, geäußert. Und zwar im Heimatland Brasilien. Dort sind die Kosten für die Xbox One und auch die PS4 extrem riesig. Das interessiert mich doch als europäischer Spieler, der eine PS4 hat, überhaupt nicht. Also das war natürlich eine blöde Ausrede. Also im Zweifel sind sie davon ausgegangen, FIFA 14 hat auf den Next-Gen-Konsolen keiner gekauft. Also machen wir es halt nur auf den alten Konsolen, wofür FIFA 14 noch verkauft worden ist wie warme Semmeln. Ja, klar. Ja, kann ich dir nicht widersprechen. Ich meine, Brasilien gab es doch sowieso bis vor ein paar Jahren noch nicht mal die PS3, oder? Ja, ich glaube 2011 ist die PS2 erst gelauncht, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich kann auch einfach nur kompletten Humbug erzählen. Der Nani war doch nicht im Abseits. Doch, natürlich war der im Abseits. Nein, der hat auf Postiga jetzt getippt, aber den hat er... Ja, das wäre schön, wenn der Schiri passives und aktives Abseits voneinander unterscheiden könnte. Ach ja. Na. Ich hatte natürlich darauf spekuliert, dass du hinter mir herkommst und da wegläufst, aber die Lücke hast du mir nicht freigemacht. Nee, so. Ich bin zwar relativ doof, aber so doof bin ich auch nicht. Aber ich muss ja ein Geständnis ablegen. Erst gestern habe ich FIFA 14 gespielt. Ja, siehst du? Immer diese Wettbewerbsverzerrung. Ach. So. Na komm. Wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten, da müssen wir doch endlich mal hier zum ersten Torschuss abschauen. Ja, gut, also das. Also aus irgendwelchen Lagen einfach drauf zu schießen, das ist natürlich dann auch nicht unbedingt aussagekräftig. Ich meine, die Bayern haben auch schon Spiele mit 80% Ballbesitz verloren, oder? Auch wenn es schon ein bisschen länger her ist. Ach, länger her? Also verloren haben sie gegen Augsburg und da haben sie... Ja, aber da weiß ich nicht, was sie da für einen Ballbesitz hatten. Also, aber über 70 wird er auf jeden Fall gelegen haben. So wie sonst auch immer inzwischen. So, jetzt was war das denn für ein Späßchen hier? Ich habe den Ball doch berührt. Ja, um den schön zu Ronaldo zu spielen. So. Ja, der Ronaldo, ja, das ist... Ich liebe ja diese Stürmer, die nicht mit nach hinten mitarbeiten und stattdessen einfach die ganze Zeit im gegnerischen Strafraum stehen. Und dann und auch da, weißt du, Pass-Taste gedrückt, eine halbe Sekunde mindestens, bevor du überhaupt neben mir standst, und trotzdem hat das Spiel entschieden, dass vorher schon was gewesen wäre. Lächerlich. Tja. Ach schön, 2-0. Also das haben sie immer noch nicht angepasst. Dass da bestimmte Sachen schon vorberechnet sind, ne? Naja. Aber das Tor war doch wunderschön, auch wenn das, was davor passiert ist, ein bisschen Bullshit war. Aber das ist, glaube ich, so ein ureigenes FIFA-Problem, dass da teilweise die Reaktion der Spieler nicht mit den Tasten übereinstimmt. Jetzt aber. Den können wir doch jetzt nicht zum Abschluss kommen lassen. Ah, weg damit! Ja, das wäre natürlich abseits gewesen. Ich Depp. Aber. Vergessen auf Abbrechen zu drücken hier. Ja, aber bei der Entfernung, da sind wir uns einig, Manni, den muss er natürlich. Ach, das ist doch ein schönes Gefühl. 2-0 vorne. Cristiano Ronaldo. Und. Der Manuel.
So. Ach ja. Puh. Oh nee. Da wollte ich mich schon fast zurücklehnen, weil ich gedacht habe, ah, das wird sowieso jetzt nichts mehr. Ja. So. Ja, sieht er das denn nicht? Die linke Seite ist frei. Aber ich muss ja so ehrlich sagen, es spielt sich ein bisschen anders als FIFA 14. Nicht unmittelbar anders, aber man spürt einen kleinen Unterschied. So von den Pässen, von den Flanken. Aber. Das Spiel ohne Ball funktioniert. Ja, das war nicht schön gemacht. Es war clever gedacht, aber schlecht gemacht. Das wäre fast schon so ein typischer Kommentar für FIFA, oder? Oder ein typischer Kommentar von Bellarezzi. Sind wir schon am Ende? Ja, wir sind schon am Ende. Und ja, also 2-0 für Portugal. Ja. In der Realität sieht es da natürlich anders aus, nämlich ja, da, mal umgekehrt. Ja, oder 3-0, 4-0, 5-0. Ja. Ach, es ist ein schönes Ding. Ja. Heute hast du nur gegen mich gespielt und nicht gegen die echte Fußballnationalmannschaft. Da wird das, wie gesagt, auf jeden Fall ein wenig anlaufen. Vor allem, weil wir natürlich alle wissen, dass Ronaldo bei den großen Turnieren immer versagt und kein einziges Tor schießt am Ende. Oder mit Glück dann irgendwie vielleicht mal eins. Naja, schauen wir einfach mal nach. Aber zumindest habt ihr einen Eindruck auch vom neuen FIFA gewonnen. Alles Weitere dann eben auf der Website. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.